Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Videoreihe. Wir werden uns heute der Thematik widmen, was Clustermanagement ist und wie das einzustellen ist, was Hochverfügbarkeit ist und wie wir das einstellen, wo wir das einstellen und zu guter Letzt, wie wir unsere Windows 11 PC absichern. Nun, Clustermanagement ist ganz einfach zu erklären. Mit Clustermanagement möchte man Folgendes erreichen. Und zwar, dass ja eine Ausfallsicherheit für unsere virtuelle Maschine gegeben ist. Um das besser zu verstehen, nehmen wir uns einfach ein zweites Synology-NAS-Gerät als Demozwecke. Und wir stellen uns jetzt Folgendes vor, dass wir jetzt hier auf unser DS216 Plus unsere virtuelle Maschine installiert haben und auch gerade aktiv drauf laufen würde. Das heißt, unser CPU und Speicherplatz wird gerade von diesem Synology NAS jetzt zur Verfügung gestellt für unsere virtuelle Maschine. Und jetzt, um Ausfallsicherheit zu erreichen, trennen wir jetzt Rechenleistung und Speicher. Das heißt, wir können jetzt selber entscheiden, ob hier zum Beispiel jetzt die Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird oder auf dem weißen Synology NAS-Gerät die Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird oder ob hier nur der Speicher zur Verfügung gestellt wird oder von dem rechten, jetzt in dem Fall von dem weißen Synology NAS-Gerät, der Speicher zur Verfügung gestellt wird. Das Ganze geschieht dann halt auf der NAS-Oberfläche unter dem Reiter Cluster und beziehungsweise virtuelle Maschine, was wir uns dann später dann anschauen. Und zudem haben wir noch die Möglichkeit, ja, drei Geräte sogar aufzunehmen. Bis zu 7 Geräte ist das möglich, aber wir werden halt für unsere Zwecke bis zu 3 Geräte dann gleich halt aufnehmen. Bitte nicht irritieren lassen. Also, wir werden erst gleich, wie gesagt, unsere Rechenleistung und Speicher trennen, so dass die Rechenleistung weiterhin von unserer DS, in dem Fall ist das eine DS 1823 XS Plus ausgeführt wird und dass der Speicher dann auf der DS 923 Plus liegt. Und das schauen wir uns, wie das gleich funktioniert und wofür wir dann halt unser drittes NAS benötigen, das schauen wir uns dann auch gleich an. So, los geht's auf der NAS-Oberfläche. So, auf der NAS-Oberfläche angekommen, müssen wir zunächst einmal eine Konfiguration vornehmen, damit wir überhaupt ja, das Cluster-Management umsetzen können. Und zwar ist das, dass wir für unser Synology NAS-Gerät, beziehungsweise alle Geräte, die sich jetzt in dem Cluster hinzufügen wollen, dort die IP-Adresse von DHCP, also von automatisch auf manuell umsetzen. Und wie wir das einzustellen haben, das schauen wir uns jetzt genauer an. Dafür navigieren wir mit unserem Mauscursor nach links zur Systemsteuerung. Dies öffnen wir einmal und öffnen unser Netzwerkeinstellungen. Und oben in dem Reiter wählen wir jetzt Netzwerkschnittstelle aus. Wir sehen auch schon jetzt hier LAN 1, das ist jetzt hier verbunden und wir sehen jetzt hier, das ist eine DHCP, das heißt, unser NAS kriegt die IP-Adresse von unserem Router automatisch zugewiesen. Wir wählen LAN 1 aus und klicken auf Bearbeiten, ziehen unser Fenster ein bisschen nach unten. Und jetzt tun wir jetzt Folgendes, indem wir einfach Netzwerkkonfiguration auf manuell umstellen. Und jetzt kommen wir an den Reiter, wo wir die IP-Adresse unser Synology NAS vergeben. Es könnte jetzt natürlich sein, dass der eine oder andere sich fragt, ja, welche IP-Adresse muss ich denn eingeben und was muss ich da genau noch alles ausfüllen? Kleiner Tipp, ja, am besten nimmt man die gleiche IP-Adresse, die hier oben steht, also die 192, also 192.168.13.186. Da macht man nichts verkehrt. Subnetzmaske, Gateway und DNS-Server kann so bleiben, wie das ist. Und das Ganze bestätigen wir jetzt mit OK. Und wenn wir jetzt hier schauen, wurde das umgeswitcht von DHCP zu statischer IP. So, haben wir erstmal Schritt 1 abgeschlossen. Dann schließen wir das Ganze und widmen uns jetzt unserem virtuellen Maschinenmanager bzw. Clustern. Dafür navigieren wir jetzt erstmal links zu dem Reiter, ja, von Überblick zum Cluster. Und jetzt können wir unseren Cluster jetzt hier hinzufügen. Und hier kriegen wir noch eine kurze Zusammenfassung, dass wir bis zu 7 Synology NAS-Geräte clustern können und so weiter. Das Ganze, da klicken wir auf Start und jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Geräte, die wir halt mit dem Cluster zusammenführen möchten, wie wir das suchen wollen, entweder aus dem lokalen Netzwerk suchen lassen oder hier rechts in dem Fall, dass wir schon bereits die IP-Adressen kennen und das dann manuell eingeben würden. In dem Fall sagen wir jetzt, wir wählen jetzt unser linkes Menü aus und sagen, dass wir halt aus dem lokalen Netzwerk gerne
ja, unsere Geräte suchen lassen möchten, klick nochmal auf Weiter. Gleich werden halt alle Geräte aufgelistet, die in unserem lokalen Netzwerk jetzt hier eingebunden sind. Jetzt bitte nicht erschrecken, da tauchen jetzt einige Geräte hier auf. In dem Fall entscheiden wir uns für die DS9 23 Plus A und Plus B. Diese wählen wir aus und klicken auf Weiter. Und jetzt möchte natürlich von uns Benutzernamen und Kennwort. Ja, von wem möchte er die Benutzernamen und Kennwort? Natürlich von den beiden Geräten, die wir halt hier hinzufügen möchten. Ja, wir haben das schon bereits hier in unserem Browser hinterlegt. In dem Fall ist das der gleiche Benutzer, der heißt Simon. Und Passwort ist auch in Ordnung. Jetzt wird kurz überprüft, ob die Zugangsdaten in Ordnung sind. Wir kriegen jetzt für beide NAS-Geräte grünes Häkchen, weil auf beiden NAS-Geräten ja, derselbe Benutzer hinterlegt wurde mit demselben Passwort. Haben Sie mehrere Geräte mit unterschiedlichen Benutzern und Passwörtern, so würde das jetzt im nächsten Schritt, wenn wir jetzt auch weiterklicken, erneut angefragt. Bitte gib nochmal den Benutzernamen und Passwort ein. So, zu guter Letzt haben wir noch jetzt die einzelnen Volumes hier aufgelistet von den einzelnen Geräten, in dem Fall von den beiden DS9 23er Plus Serien. Wir haben jetzt auf den beiden NAS-Geräten jeweils nur ein Volume installiert mit BTFS, was auch jetzt hier für uns zur Verfügung steht. Da setzen wir jeweils ein Häkchen, das wir für unseren Speicher hier auch nutzen möchten. Klicken auf Weiter, kriegen jetzt erstmal noch eine Zusammenfassung hier und klicken auf Fertigstellen. So, das dauert ein kleines Momentchen, bis die einzelnen Geräte dann nacheinander auftauchen bzw. in das Cluster aufgenommen werden. So, die beiden Geräte werden schon mal angezeigt. Der Status ist jetzt bei der neuen 23 Plus A, dass sie gerade hinzugefügt wird. Das wird dann chronologisch dann abgearbeitet. Erst wird die Plus A hinzugefügt, die Plus B ist noch in der Warteschlange. Das dauert noch einen kleinen Moment und wir schauen, wie weit wir jetzt mit dem Vorgang hier kommen. Und somit ist auch jetzt unsere DS9 23 Plus B hier eingepflegt. Es kann sein, dass eventuell eine Fehlermeldung auftaucht, dass eins der Geräte nicht hinzufügen werden kann. Dann sollte man bitte einmal zu dem Reiter Speicher gehen. Das ist jetzt hier direkt eins darunter und von hier aus nochmal auf Hinzufügen klicken. Und warum taucht das auf? Ja, weil das System anscheinend erkannt hat, dass auf einem der NAS-Geräte, welche sich jetzt in dem Cluster, welche wir im Cluster implementieren wollten, da wohl noch eine virtuelle Maschine zuvor sich ja, zuvor installiert war oder sich noch befindet. Und hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, nochmal nachträglich eins der Geräte, NAS, zu neuen NAS-Geräten hinzuzufügen. Wichtig ist, dass dort dann ein Hinweis kommt, ob man das Gerät, was jetzt hinzufügen möchte, virtuelle Maschine erkannt hat, ob man diese virtuelle Maschine importieren möchte oder sagt dann halt bereinigen. In dem Fall heißt das bereinigen, dass die virtuelle Maschine halt dort von dort entfernt wird. So, bei uns ist das jetzt nicht der Fall, weil dort halt keine virtuellen Maschinen sich befinden. Wir wollten jetzt in dem Fall das Computing und das Speicher voneinander trennen. Das geschieht dann wie folgt, indem wir einmal rüber zu virtuelle Maschinen gehen und einige Menüpunkte erstmal hier aktivieren, damit wir das dann besser gleich sehen können. Klicken einmal hier auf Dropdown-Menü und klicken hier auf Speichern und schauen uns gleich, welche Auswirkungen das hat. Momentan sehen wir, dass unser Windows 11 PC hier auf der DS1823XS Plus ausgeführt wird und dass der Speicher ebenfalls auf der DS1823 Plus XS liegt. Wir wollen ja natürlich, dass jetzt der Speicher auf der DS9 23 Plus A liegt. Und wie wir das erreichen, das schauen wir uns jetzt genauer an. Dafür müssen wir natürlich die virtuelle Maschine einmal ausschalten, damit wir, das nennt sich Migration, ausführen können. Wir wählen jetzt die virtuelle Maschine aus und sagen herunterfahren. Ja, wir möchten, dass sie jetzt hier runtergefahren wird und das dauert ein kleines Momentchen. Ja, unsere Remote-Desktop-Verbindung hat sich jetzt getrennt. Das schließen wir jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal irrelevant. So, die virtuelle Maschine ist jetzt ausgeschaltet und jetzt können wir mit der rechten Maustaste zu dem Reiter Migrieren einmal navigieren, auswählen und können jetzt hier sagen Speicher ändern. Wenn wir die virtuelle Maschine hier nicht herunterfahren, hätten wir jetzt die zwei letzten beiden Menüpunkte, also Speicher ändern oder Ausführung im Host und Speicher ändern, würde hier für uns nicht zur Verfügung stehen, sondern nur Ausführung im Host ändern. So, in dem Fall sagen wir Speicher ändern, klicken auf Weiter und jetzt möchte er von uns
dass wir unser Ziel-NAS wählen, wo wir den Speicher halt migrieren möchten. In dem Fall ist das die DS9 23 Plus A, wie wir das zu Anfang besprochen haben. Und wir sehen auch schon die Kapazität der Festplatte von der virtuellen Windows 11. Das ist 81 GB momentan. Da klicken wir auf Weiter. Und jetzt sehen wir noch einmal vor der Migration, also einmal hier unter dem Reiter Speicher bitte einmal darauf achten. Vor der Migration befindet sich unsere virtuelle Maschine auf der DS18 23 Plus. Und nach der Migration wird das dann halt auf der DS9 23 Plus A liegen. So, das Ganze bestätigen wir mit Fertig. Und die Migration wird jetzt angestoßen und kann dann, je nachdem, wie groß die Datei ist und was für eine Netzwerkverbindung wir haben, entweder halt schneller vorangehen oder halt etwas länger dauern. Wir schauen uns dann gleich, sobald die Migration abgeschlossen ist. Die Migration für den Speicher ist jetzt auch erfolgreich abgeschlossen und wir sehen auch schon anhand der Grafik, was wir damit erreichen wollten. Wie bereits zu Anfang erwähnt, wir wollten jetzt eine Ausfallsicherheit damit gewährleisten und das ist schon mal hier getan, aber das wäre der erste Schritt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was würde passieren, wenn unser Computing NAS, also unser Rechenleistungs-NAS, in dem Fall die DS18 23 XS Plus, ausfallen würde. Dann hätten wir ein kleines Problemchen, denn ja, unsere virtuelle Maschine würde sich jetzt nicht automatisch auf die DS9 23 Plus starten, aber dafür gibt es eine Lösung. Und das nennt sich dann hier in dem Fall Hochverfügbarkeit, denn das Ganze läuft automatisiert. Zwar ist nur die Rechenleistung jetzt hier inbegriffen, nicht der Speicher, aber um den Speicher kümmern wir uns nochmal später. So, um Hochverfügbarkeit hier zu aktivieren für diese eine virtuelle Maschine, das können wir natürlich pro virtuelle Maschine selber entscheiden, ob wir das aktiviert haben möchten und wie wir das halt einstellen möchten. Dafür wählen wir jetzt unseren Windows 11 PC hier aus und klicken auf High Availability und wählen aus dem Dropdown-Menü HA, abgekürzt natürlich jetzt in dem Fall, aktivieren, kriegen jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung und wir klicken hier auf Start und wählen jetzt hier noch aus der Liste ein passendes NAS-Gerät. So, standardmäßig sehen wir schon jetzt leicht ausgegraut. Hier ist die DS18 23 Plus schon ausgewählt, das ist, weil es ja schon unser Host ist. Und jetzt können wir noch einen zweiten Host für unsere Hochverfügbarkeit auswählen. Sie können sich ja erinnern, wir haben ja den Speicher auf die 923 Plus A, also hier migriert. In dem Fall entscheiden wir uns hier für die 923 Plus B, dass wir daraus einen Hochverfügbarkeitscluster zur Verfügung stellen wollen. Dafür klicken wir auf Fertigstellen. So, und jetzt kriegen wir jetzt eine Meldung, dass hier kein Netzwerk verfügbar ist. Das freut mich, um ehrlich zu sein, dass diese Fehlermeldung auftaucht, weil da können wir dann direkt auch schon zeigen, wie wir das Ganze beheben können. Das Ganze bestätigen wir mit OK. Einmal hier abbrechen und navigieren jetzt, wenn Sie so eine Fehlermeldung bekommen. Einmal links gehen wir zu dem Reiter Netzwerk, wählen unser Netzwerk aus, Aktion bearbeiten. Jetzt öffnet sich ein neues Fensterchen und hier, da wo jetzt nicht getrennt steht, wo die LAN-Schnittstellen noch aktiviert sind, sind keine Häkchen. Das müssen wir jetzt nochmal manuell hier setzen und das ist dann auch, damit hat sich das auch Ganze erledigt. Wir sehen jetzt auch, dass wir drei Hosts, also drei NAS-Geräte hier eingebunden haben. Zurück zu unserer virtuellen Maschine und versuchen jetzt nochmal und klicken jetzt auf Start. Und wählen nochmal unsere DS9 23 Plus B aus, klicken auf Fertigstellen und sehen, ja, das war's auch schon. Wir haben somit ganz schnell Hochverfügbarkeit für diese eine virtuelle Instanz jetzt zur Verfügung gestellt. Natürlich, wenn Sie mehrere virtuelle Maschinen haben, Betriebssysteme, können Sie das dann individuell einstellen und wie Sie das einstellen möchten, in welche Richtung, das können Sie dann für sich selber festlegen. Wir sehen jetzt nochmal hier, um nachzukontrollieren, ob das wirklich aktiviert ist. Ja, es ist aktiviert. Und jetzt sehen wir auch anhand der Grafik, dass wir die beiden Geräte jetzt hier in unserem Cluster hinzugefügt haben. Und was jetzt noch, worum wir jetzt noch kümmern müssen, ist der Speicher. So, und dafür navigieren wir einmal in der linken Spalte rüber zum Schutz und möchten jetzt einen sogenannten Snapshot Plan für, also Plan jetzt herstellen und wir möchten, ja, was möchten wir damit gewährleisten, damit der Speicher ebenfalls redundant ist.
wird der Speicher nicht automatisch, also wenn jetzt auf einer der Geräte jetzt, wo der Speicher liegt, jetzt ausfällt, auf ein anderes Gerät dann automatisch hochgefahren, wie beim HA. Ist aber gar nicht gravierend, weil das können wir dann jederzeit manuell anstoßen, beziehungsweise auch, wenn wir die Benachrichtigung aktiviert haben, uns dafür auch benachrichtigen lassen. So, wir klicken jetzt hier auf Erstellen und jetzt möchte er von uns wissen, ob wir halt lokale Snapshots erstellen möchten oder halt auf einem Remote, also lokal und Remote. In dem Fall entscheiden wir uns, dass er auf einem lokalen NAS einen Snapshot erstellen und auf einem Remote NAS ebenfalls einen Snapshot erstellen von der virtuellen Maschine und klicken dann halt auf Weiter. Und jetzt zeigt uns halt die Geräte, auf denen wir halt replizieren können, also die unsere Snapshots dann halt dort replizieren könnten. Klicken wir auf Weiter und wählen jetzt die virtuelle Maschine, von der wir jetzt einen Snapshot erstellen möchten. Dann wählen wir aus, klicken auf Weiter. Jetzt möchte er von uns halt die Richtlinien wissen, wie häufig wir dieses Snapshot erstellen möchten, entweder täglich, stündlich oder wöchentlich. Alternativ könnte man das noch neuen Zeitplan erstellen und hier aus dem Dropdown-Menü Häufigkeit auswählen und auf weitere Optionen nochmal klicken und dann hier nochmal auf alle 5 Minuten klicken und würden somit, das ist die Mindestzeit, alle 5 Minuten Snapshots erstellen, wenn man das jetzt hier in dem Fall benötigen würde. Wir benötigen es jetzt nicht in dem Fall, aber Sie können das für sich dann individuell einstellen. Wir klicken auf Abbrechen, gehen nochmal zurück und wählen eine vorhandene Vorlage hier aus. In dem Fall sagen wir, dass stündlich von unserer virtuellen Windows-Maschine ein Snapshot erstellt werden soll. Das Ganze bestätigen wir mit OK. Und jetzt geht es nicht darum, wie häufig erstellt werden soll, sondern wie lange soll das, was erstellt wurde, also unser Snapshot, aufbewahrt werden sollen. So, in dem Fall können wir dann entscheiden, einmal pro Tag, einmal pro Stunde oder einmal pro Woche. Wir sagen in dem Fall einmal pro Tag. Diese kriegen wir nochmal zusammengefasst. Es werden 7 Snapshots täglich gemacht. Also eine Woche hat 7 Tage. Somit haben wir dann 7 Snapshots und 4 pro Woche werden halt hier aufbewahrt. Dann klicken wir auf Weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo möchte man halt replizieren? Wir wählen jetzt in dem Fall unser Synology DS 923 plus B aus, weil da liegt dann auch die virtuelle Maschine nicht. Die liegt ja noch auf der A. Und nehmen das Ganze mal kurz hier ein bisschen zur Seite und klicken jetzt hier noch ein bisschen höher und klicken jetzt hier auf Weiter. So, die erste Replikation würde ungefähr 2 Minuten dauern. Wir klicken jetzt auf Weiter und jetzt möchte er nochmal von uns wissen, wie lange sollen die Snapshots auf dem Ziel-NAS, also da, wo es repliziert wird, dort aufbewahrt werden. Da können wir dann auch individuell für uns entscheiden oder halt eine komplett neue Richtlinie erstellen. Wir sagen in dem Fall genau wie bei dem lokalen NAS, einmal pro Tag. Und dann kommen wir jetzt zu dem Fenster, ob die Übertragung für die Snapshots verschlüsselt werden soll. Das können Sie dann für sich selber entscheiden. Und ob wir eine Planbenachrichtigung erstellt, Benachrichtigung möchten oder nicht. In dem Fall lassen wir beide außen vor. Kriegen eine Zusammenfassung. Das Ganze klicken wir jetzt mit Fertig. So, und diese 2 Minuten nutzen wir jetzt erstmal aus, zu erklären, was Snapshots sind. Es ist eine Funktion, dass in dem Fall jetzt täglich von unserer virtuellen Maschine einen Snapshot erstellt, also einen Snapshot erstellt und sollte halt unsere virtuelle Maschine uns zerstören gehen oder mit Viren befallen sein. Somit haben wir dann ganz einfach die Möglichkeit, anhand der Snapshots innerhalb von wenigen Sekunden diese virtuelle Maschine mit den Snapshots wiederherzustellen. Wir sehen jetzt auch anhand der Grafik, dass wir halt den Speicher von unserer virtuellen Maschine jetzt anhand der Snapshots auf einem anderes NAS replizieren. Somit gewährleisten wir, wie wir schon zu Anfang gesagt haben, dass jetzt auch der Speicher redundant vorhanden ist. Nicht nur die Rechenleistung, sondern auch der Speicher. So, schauen wir uns einmal kurz hier den Schutzgrad an. Das sieht soweit gut aus. Das läuft jetzt noch etwas. Wir müssen noch eine Sache hier tun, damit überhaupt die Synchronisierung abgeschlossen wird. Wir müssen die virtuelle Maschine anschalten. Das ist natürlich hier die Voraussetzung. Dafür gewährleisten, dass unsere virtuelle Maschine eingeschaltet ist. Sonst können wir halt die Snapshots
wird die Synchronisierung von den Snapshots nicht erfolgreich durchgehen. So, das schauen wir uns einmal wieder zurück in unserem Schutzplan hier an. Das dauert noch ein bisschen und sobald das dann gleich dann durch ist, da sehen wir schon, das wurde halt erfolgreich hier repliziert. Hier sehen wir schon überall grünes Häkchen und auch sehen wir auch schon jetzt hier Statusplan bereit bzw. erfolgreich hier in dem Fall abgeschlossen. Was wir bei den Snapshots nicht vergessen, es handelt sich letztendlich immer noch um Snapshots und nicht um echte Backups. Und daher schauen wir uns, wie wir so ein Backup realisieren können in dem Fall. Wir würden jetzt natürlich noch unser Windows 11 nochmal Backup wollen, also jetzt diese virtuelle Maschine. Dafür verbinden wir uns einmal direkt über RDP, also nochmal auf die Windows-Suchleiste und geben RDP ein, verbinden uns direkt mit der virtuellen Maschine, geben hier nochmal unser Passwort ein und bestätigen das Ganze mit Ja. So, angekommen an der Windows 11 Maschine, dann gehen wir in der linken Spalte einmal zu dem Reiter Downloads, denn dort haben wir schon bereits unser Agent für Active Backup runtergeladen. Und Active Backup ist eine kostenlose Backup-Paket-Lösung von Synology, das uns halt die Möglichkeit gibt, unter anderem auch PCs oder virtuelle Maschinen halt auf unserem Synology NAS kostenlos zu sichern. So, wir stoßen jetzt hier auch in dem Fall die Installation an und verbinden uns dann gleich mit unserem NAS. So, damit wird halt gewährleistet, dass unser Speicher sozusagen halt auf drei verschiedenen NAS-Geräten liegt und wir halt auch sicherstellen können, dass falls eine der NAS-Geräte kaputt geht, dass wir halt auch hier mit unserer virtuelle Maschine jederzeit wiederherstellen können. So, und jetzt müssen wir uns mit Active Backup, was jetzt hier auch direkt gestartet ist, hier verbinden. In dem Fall Active Backup arbeitet so, dass sich dann das Paket selber diese Backup halt zieht und in dem Fall müsste man halt hier mit dem Client müssen wir es einmal mit unserem Synology NAS verbinden. Jetzt machen wir einmal kurz das Fensterchen ein bisschen kleiner, damit wir noch etwas hier zeigen können. So, wir brauchen jetzt die IP-Adresse von dieser Synology NAS Grid und von der DS1823XS+. Ich zeige Ihnen das nur einfach als halber, damit Sie das gesehen haben. 192.168.13.1.8.6. So, da haben wir dann halt die IP-Adresse einmal gegeben, dann den Benutzernamen und unser Passwort. Natürlich den Benutzernamen, den wir auf der Synology NAS erstellt haben. Wir klicken jetzt hier einmal auf Verbinden, maximieren unser Bildschirm wieder. Ja, trotzdem fortfahren. Wir möchten uns auf jeden Fall verbinden. Und ja, wir sehen auch, kriegen auch schon jetzt die Zusammenfassung, bestätigen das Ganze mit OK. Minimieren einmal unser Fenster und wir sehen auch schon hier ausgeführt und öffnen einmal hier unser Active Backup for Business und sehen hier, dass hier zweimal schon Geräte hier aufgenommen wurden. Minimieren einmal unseren Browser hier und gehen einmal hier zum PC und Mac und den können wir halt minimieren und sehen jetzt hier unser Windows 11. Das ist unser Computer, den wir so halt benannt haben und der wurde noch nicht gesichert. Wie sichern wir den am besten? Also wie backupen wir das? Wie gesagt, die Software zieht sich den Backup selbst und das müssen wir einmal hier einstellen. Es gibt Vorlagen, mit denen wir arbeiten können. Das finden wir halt unter den Aufgabenlisten und wir sehen jetzt hier für Simon, das ist unser Benutzer, in dem Fall jetzt hier für Windows 11 und klicken jetzt einmal auf Bearbeiten. Hier haben wir halt natürlich viele Einstellungsmöglichkeiten, da möchten wir jetzt nicht drauf spezifisch eingehen, aber wir hätten jetzt die Möglichkeit, unser gesamtes Computer samt externen Festplatten zu sichern, System-Volume oder halt benutzerdefinierte Volumes. Unter Zeitplan können wir halt einstellen, dass wir halt Sicherung halt manuell angestoßen werden oder halt hier automatisch, in dem Fall halt an den bestimmten Wochentagen, die wir jetzt ausgewählt haben, also in dem Fall von Montag bis Freitag um 3 Uhr nachts, wenn die virtuelle Maschine um die Uhrzeit eingeschaltet ist. Ansonsten halt kann man hier eine bestimmte Uhrzeit auswählen, die passend ist. Genau. Und natürlich kann man halt auch das Ganze nach Ereignissen einstellen.
dass wenn bestimmte Ereignisse passieren, wenn ein Bildschirm gesperrt wird, eine Abmeldung stattfindet oder wenn unser Computer sich startet, dass dann halt eine Sicherung stattfindet. So, das kann man, wie gesagt, für sich dann individuell einstellen. Aufbewahrung ist auch eigentlich selbsterklärend, wie lange wir halt die Version aufbewahren möchten. Das Ganze breche mir ab und stoße mir jetzt die erste Sicherung von unserem Windows 11 PC an, indem wir hier auf Sichern klicken. Und wir sehen auch gleich jetzt, dass jetzt die Sicherung hier vorbereitet wird. Am besten sehen wir das, wenn wir einmal zurückgehen und uns hier das Ganze einmal öffnen. Und wir sehen auch schon jetzt, die Sicherung läuft. Wir sind jetzt gerade bei 4%. Und sobald die Sicherung dann halt hier abgeschlossen ist, können wir halt unser Datum für die letzte Sicherung erhalten. So, und das Ganze minimieren wir einmal. Ja, was haben wir damit mit den ganzen Einstellungen heute erreicht? Wir haben zunächst einmal ein Cluster aufgebaut, dann haben wir ein Hochverfügbarkeitssystem hergestellt und zu guter Letzt haben wir nochmal mit Active Backup unsere virtuelle Maschine nochmal abgesichert. Und im nächsten Video schauen wir uns, wie wir einen echten physischen Computer exportieren können mit einem kostenlosen Tool und natürlich dann den Import hier unter virtuellen Maschinenmanager tätigen, so dass wir dann am Ende unseren PC hier mit virtuellen Maschinenmanager ausführen können. Ja, ich sage nur noch vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.